Wir wollen uns heute mal anschauen, wie eine SIG Sauer P226 in 9 mm Para zerlegt wird, um sie hinterher reinigen zu können. Bevor wir grundsätzlich mit Schusswaffen hantieren, wird erstmal geprüft, ob die Waffe auch sicher ist und entladen wurde. Dazu wird der Schlitten geöffnet, nach hinten repetiert, reingeguckt in den Verschluss, gucken, ob da eine Patrone in der Kammer ist, sie ist leer, gucken, ob das Magazin rausgenommen wurde. Ist es, man müsste also durchschauen können, gucken, da ist alles sicher, können wir weitermachen. So, bei der SIG Sauer P226 haben wir hier den Hebel zum Zerlegen der Waffe, diesen drehen wir um 90 Grad nach unten. Dann den Schlitten nach hinten repetieren, langsam nach vorne kommen lassen und nach vorne wegziehen. Damit haben wir den Schlitten vom Griffstück getrennt und können mit dem Schlitten jetzt erstmal weitermachen. Den Schlitten am besten vor sich hinlegen, mit dem Zeigefinger hier an die Federführungsstange gehen, kurz nach vorne drücken und vorsichtig anheben und nach hinten gehen, um die Feder samt der Federführungsstange herauszunehmen. Diese Federführungsstange passt auch, sollte auch nur in eine Seite der Feder hineinpassen, und zwar da, wo es enger ist. Hier oben ist es ein bisschen weiter, hier ist es ein bisschen enger. Da sieht man, kommt ein bisschen schwerer runter. So, dann legen wir die ebenfalls nebenhin. Den Lauf entnehmen wir, indem wir einfach nur hochziehen und nach hinten, und dann haben wir den Lauf vor uns liegen. So, dann kann man auch mal Blick in den Lauf riskieren. Da die Waffe sauber ist, brauche ich sie jetzt wenigstens nicht reinigen. Aber um die Waffe zu reinigen, wird mit einem trockenen, weichen Tuch hier drin erstmal der grobe Schmutz entfernt. Es hilft auch manchmal mit einer alten Zahnbürste oder einer sogenannten Utility Brush, die im Waffenladen erhältlich ist, einfach mal den groben Dreck erstmal zu entfernen. Mit Wattestäbchen auch mal hier in den Führungsrillen von der Schlittenführung mal durchgehen und den ganzen alten Schmutz rausholen, Tombak, Pulverreste etc. Ich persönlich nehme auch ganz gerne Pfeifenreiniger und reinige damit zum Beispiel hier den Haken im Auswurfhaken. Da kommt man ganz gut mit rein. Und ansonsten einfach mal ein bisschen runterwischen, leicht ein bisschen Waffenöl, ein bisschen eintränken, um halt auch grobe Verschmutzungen zu lösen. Beim Lauf verhält sich das ein bisschen ähnlich. Da benutzen wir aber dann auch die unterschiedlichen Bürsten. Das werde ich aber zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Video nochmal genau definieren. Um die Waffe wieder zusammenzusetzen, nehmen wir den Lauf und stecken ihn von hinten nach vorne durch die Lauföffnung und legen ihn bündig nach hinten wieder ganz behutsam ein. Nehmen die Verschlussfeder samt Federführungsstange und drücken diese vorsichtig nach vorne, dass sie auch vorne rauskommt, und haken sie unten wieder ein. So, sollte am Ende so aussehen. Das können wir nun vor uns hinlegen. Da ich bei mir andere Griffschalen dran habe, die kann ich jetzt so ohne weiteres nicht runter machen, lassen wir das jetzt mal außen vor. Aber ansonsten sind hier und hier, genauso auch hier und hier, zwei Schrauben abmachen, und dann können die Originalgriffschalen runtergenommen werden, um da auch mal unten drunter zu reinigen etc. Es empfiehlt sich auch mal hier den Magazinschacht, auch mal hier und hier mal mit dem trockenen Lappen mal durchzuwischen, damit einfach auch da eventuelle Pulverreste entfernt werden. Zum Zusammensetzen wird einfach der Schlitten in die entsprechende Federführung wieder eingesetzt, nach hinten geschoben, dann nach hinten repetiert, mit dem Schlittenfanghebel arretiert und den Zerlegehebel wieder in die waagerechte drehen. Ja. Zwei, dreimal durchrepetieren, um zu gucken, dass alles sauber sitzt. Und das war's. So, jetzt will ich kurz demonstrieren, wie eine CZ-75 zerlegt wird. Auch im Kaliber 9 mm Para. CZ-75 ist eine Ganzstahlwaffe
Ein hervorragendes Teil, meine ist aus dem Jahr 1986, schießt aber absolut erste Sahne. Um diese Waffe zu zerlegen, spannen wir den Hahn in die erste Raste. Und dann kann man hier, weiß nicht, ob man das gut sehen kann, sieht man hier zwei senkrechte Striche. Diese müssen übereinander eine Linie bilden. So. So, und dann wird hier drüben, im Normalfall mit einem Schraubenzieher, aus einem Kunststoffgriff oder ähnliches, der Schlittenfanghebel nach draußen gedrückt. Bei mir kann ich es mit dem bloßen Daumen machen. Und dann hier den Verschlussfanghebel einfach nach oben rausziehen und nebenhin legen. Langsam den Schlitten nach vorne nehmen und nach vorne vom Griffstück entfernen. Das Griffstück können wir dann nebenhin legen und haben dann ähnlich wie bei der P226 hier die Federführungsstange samt Feder. Auch hier eine Seite ist enger als die andere. Die Führungsstange kommt auf jeden Fall da rein, wo es enger ist. Der Lauf wird hier ebenfalls einfach nach oben weggezogen. So, zum Reinigen, wie gehabt, den groben Schmutz entfernen mit ein bisschen Waffenöl, auch mal ein bisschen einwirken lassen, dass sich auch alter Schmutz und grober Schmutz lösen kann. Den Lauf ordentlich durchziehen und reinigen, können wir auch nochmal einen Blick rein. Sehen also, der ist picobello sauber, absolut blitzeblank. Zum Zusammenlegen, ebenfalls hier wieder einführen und hinten einrasten. Verschlussfeder plus Führungsstange nach vorne drücken und hier unten, da ist noch eine kleine Nut. Und können es dann vorne hinlegen. So, die CZ75 hat eine Hahn- und Schlittensicherung. Das bedeutet, wenn der Hahn gespannt ist und ich die Waffe sichere, kann nichts passieren. Es kann der Abzug nicht betätigt werden. Der Hahn kann nicht nach vorne gehen und damit einen Schuss auslösen. Genauso wenig kann der Schlitten, also der Verschluss, bewegt werden. Das zeige ich gleich nochmal, wenn die Waffe wieder zusammengesetzt ist. Ja. Ja, und da auch wieder Griffstück in die Führungsschiene rein. Diese zwei Linien wieder in eine Flucht. Zwei, dreimal repetieren, damit alles sicherstellen, dass alles funktioniert. Und schon ist sie wieder zusammengesetzt. So, wie eben gerade angemerkt, wenn gespannt und gesichert, kann ich weder den Abzug ziehen, noch kann ich den Schlitten bewegen. Das heißt, diese Waffe, die kann sogar in dem sogenannten Condition Red, sprich Condition One, geführt werden, gespannt und gesichert, um so für einen schnellen Erstschuss im Verteidigungsfall herhalten zu können. Ansonsten auch die CZ-75 eine hervorragende Waffe, sehr alt und bewährt. Immer wieder gern gekauft.